Hallo meine Lieben, willkommen zurück. Beziehungsweise ganz wichtig für die Neuen, es sind ganz, ganz viele Neue dazugekommen. Da habe ich mich riesig drüber gefreut, über jeden Einzelnen. Willkommen. Ihr findet hier Einkäufe, Kreatives, das, wozu ich gerade Zeit habe. Also es gibt halt nicht so ganz regelmäßig Videos, je nachdem, wie ich es so schaffe. Und jetzt habe ich ein bisschen ist gut, eingekauft und gesammelt. Und jetzt zeige ich euch einmal alles. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir starten hier links. Wir starten mit JM-Kreation. Und da habe ich wieder bestellt. Und zwar durfte mit. Ich habe die schon teilweise hier verräumt. Einfach, weil ich sie entweder schon benutzt habe oder ich habe die alle schon benutzt. Genau. Ja, und zwar, ich hoffe, das blendet nicht zu stark. Einmal die Tütenstanze. Da ist auch dabei für dich und Wellness. Genau, die ist super klasse. Dann, wie heißt das? Schokoladenverpackung, glaube ich. Die einmal hier mit dem Schoko und Keks, das war mit dabei. Dann Slimline-Stanzen. Sind auch eingezogen. Und zwar diese hier. Und diese. Jetzt habe ich alle von JM-Kreation. Die sind wirklich super. Die Qualität ist spitze. Und ich finde auch die Auswahl für den Preis. Also habe ich bis jetzt nirgendwo so gesehen, dass da auch so viele mit dabei sind. Wenn, dann sind die von irgendwelchen amerikanischen Marken und furchtbar teuer. Aber die sind wirklich klasse. Genau. Dann an Stanzen. Mitbringsel. Genau, mal die Stanze. Dann durfte mit Box heißt sie, glaube ich, schräge Box. Genau, da ist ein Schmetterling und eine Blume mit dabei. Dann Banner in vier verschiedenen Größen. So, genau. Also, ihr werdet sehen, einige Dinge sind schon ausgepackt und benutzt. Ich hatte nicht bei allem die Geduld, das so lange liegen zu lassen. So, dann diese Bäume. Alphabet und Zahlen. Da habe ich ja schon die kleinen davon. Jetzt habe ich mir auch die großen bestellt. Die haben auch so einen tollen, das habe ich irgendwie erst zu Hause richtig wahrgenommen, als sie mir angekommen sind. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. So ein gestitchter Rand drumherum und Zahlen und ebenfalls hier so gestitcht außen. Genau, dann durfte das hier mit, da hat die liebe Lise Kreativ, Alexandra, mich mit angesteckt. Sie hatte da so tolle Karten und ETCs mitgemacht, die Häuser und das Bäumchen. Genau, das durfte mit. Dann Stempel, und zwar dieser hier, das sind ja die Gummistempel, die unmontierten. Genau, Glückspilz, dann ein Spruch zu Weihnachten, genau, und ich wollte keine Weihnachtssachen mehr kaufen, aber ja, das war so süß, das musste auch mit, genau, mit dem Baum so süß und ja, also alles einfach, ja, das wird auch direkt auseinandergenommen und verwendet noch dieses Jahr. Und zu guter Letzt durfte das zweite Faultier mit. Das dritte ist auch unterwegs. Das habe ich jetzt auch bestellt. Das musste jetzt doch sein. Ja, total süß. Mach mal Pause. Ne? Also, ja, genau. Das war's von JM Kreation. Ich räume kurz auf, dann kommt das nächste. So, wieder Platz. Dann geht es weiter mit der Dalila Bastelshop. Da habe ich geshoppt. Dieses Set, als es ankam, habe ich mich gewundert. Es ist sehr groß. Also, ich hatte gedacht, es wäre A6, aber es ist noch cooler von der. Ja, von der Größe. Genau. Dann durfte dieser Klinik-Chemie mit. Da wollte ich mal schauen, ob der so ist wie der von Lawnfawn. Genau, habe ich jetzt auch noch nicht aufgemacht. Werde ich mal schauen. Dann von Crealize Stanzen. Und zwar ist das einmal diese hier. Ist genau, also die äußerste hier auf Slimline
Also es passt genau drauf, dass so ein kleiner Rand noch da ist. Dann, die kann man natürlich auch so verwenden, ne? Da sind kleinere dabei, dann die Löcher hier, also genau. Dann diese Create a Box. Da habe ich auch schon einen Beitrag mit und der übrigens auch. Heute das Video, ich weiß nicht, wann es kommt, aber am Freitag, heute am Freitag habe ich die verwendet und diese letzte Woche. Genau, auch super schön gemacht und auch schnell und ordentlich, ne? Also auch so für Adventskalender. Boxen oder so ist das ganz cool oder kleine Goodies oder wie auch immer. Dann Duften mit Animal Dots. Ich habe es schon verwendet, wie ihr seht. Genau, die sind so ja, so klar mit Glitzer ein bisschen, also richtig schön. Dann habe ich mich hier in diese verguckt. Die mussten mit Pfeile, Banner und ja, alles Mögliche. Das hatte ich hier auch verwendet bei der Box hier, bei dem Beitrag. Und ja, schön vielseitig, verschiedene Größen, finde ich sehr cool. Dann durfte noch ein Distus Oxide mit, das hatte ich auch schon, ausgepackt, Peacock Feathers, so. Genau, das ist eine super schöne Farbe auch. Dann, wie soll es anders sein, musste ich Crafty Motions Stempel stopfen, und zwar einmal das. Das ist so cool, hier in Kombi mit dem, ja, genau, das durfte mit. Und natürlich dann auch Nummer 2. Und dann noch 2 Sets von Nelly's Choice. Einmal dieses hier. Das hatte ich auch hier verwendet. Genau, und das ist die Stanze mit dabei. Und dann war mir gar nicht so klar, nochmals zweimal in klein spiegelverkehrt. Hatte ich so gar nicht gesehen. Und das süße Kerlchen hier auch. Auch spiegelverkehrt. Stanze mit dabei. Genau, das war's vom Dahlia Bastelshop. Ich räume wieder auf. Bei Kreativ Bunt habe ich ebenfalls geshoppt. Und zwar haben die jetzt also den ganzen November, feiern wieder Geburtstag, 10% Rabatt. Und das hatte ich genutzt. Mein Klebeband war nämlich alle. Oder fast alle. Also es war die letzte Rolle. Daher habe ich mir bestellt 3x die 9 mm. Und 3x die 6 mm. Die 12er hatte ich noch da, das war das einzige. Aber am meisten nutze ich 9 und 6. Dann hatte ich noch mitgenommen hier, verkehrte Seite, double-sided hier so, ja, Foam, ne? Nur halt so am Stück, dass man sich das selber zuschneiden kann, wie man das gern hätte. Möchte ich mal testen. Gerade so für große Motive ist das vielleicht ganz cool, das ist nicht so frickelig. Dann habe ich ganz oft das Problem, dass ich gerne ja, so Foam-Stripes hätte gern und die immer zu dick sind und mit der Schere pappt alles an und das finde ich immer total nervig und habe mir mal so schmale hier mitbestellt. Wenn es zu schmal ist, kann man ja 2 nebeneinander verwenden, ne? Also genau, und dann ist nur Klebereisen ja total langweilig, habe ich mir meine Wunschliste ein bisschen kleiner gemacht und dieses Babyset hier mitgenommen. Ist total niedlich. Also gerade wegen den beiden habe ich es jetzt eigentlich bestellt. Das ist jetzt nicht so, das ist auch noch ganz süß. Aber hier die beiden. Ja, gut, süß ist es auch, aber wo soll man es verwenden, ne? Genau, das durfte mit. Bevor ich aufräume, ich zeige euch dann direkt die nächste Rutsche, was mitbestellt wurde für mich. Und zwar eine neue Farbe von den Isink. So ein Türkis, wo steht's? Ocean. Ja, genau. Und Frau, ja. Ihr könnt's lesen, ne? Bevor ich mich hier blamiere. Dann durfte mit der hier zum Testen. Tacky Glue von Anitas. Ja. Ja, schau ich mal, wie der ist. Dann, um diesem Klebeband-Thema hier vorzubeugen, soll diese hier Nonstick sein, also es soll nicht so dran pappen, das Klebeband. Ich bin gespannt, wie die ist. Ich werde berichten. Ich kenne auch die Marke jetzt nicht, aber bei Reusser, ja. Aber vielleicht kennt ihr die. Dann durfte das hier einziehen. Habe ich auch schon aufgemacht und einen Teil verwendet. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen wild in der Kamera mit den Streifen, ne? Ja, finde ich ganz schön, um mal ein bisschen
Akzente zu setzen und nicht immer nur bunt. Und ja, genau. Dann durfte das auch noch mit. Crafters Companion. Fand ich total süß. Ja. So die Größe. Die ist so goldig hier. Ja. Genau, das einmal. Dann hatte ich ganz oft Anfragen hier bezüglich Motorrädern. Habe ich mir so ein kleines Motorrad mitbestellt. Dann, achso, hier ebenfalls von Crafters Companion. Wie heißt es? Ja, also dieses Set hier fand ich auch so süß. Genau. Dann habe ich auch da mir die Streifen bestellt. Die sind hier ein bisschen kürzer. Genau, braucht man ja häufig. Und nochmal Kreise. Genau. Von der Firma hatte ich jetzt auch noch keine hier. Möchte ich mal testen, wie die so sind. Und dann hatte ich das hier schon so lange im Blick. Ich finde das so süß. Ja, jetzt habe ich gedacht, komm, jetzt nimmst du es mit. Sleeping Baby. Genau. Das habe ich auch schon verwendet. Genau. So, ich räume wieder auf. Eine kleine Bestellung von Create a Smile kam auch an. Da gab es Rabatt. Und zwar auf Artikel, die rausgehen werden. Und da habe ich ein Set gesehen, was ich irgendwie noch nie gesehen hatte. Und das musste es dann sein. Und zwar das hier. Fröhliche Schreiertage. Finde ich total süß. Also gerade den, ja. Genau, das durfte damit. Dann hatte ich das auch hier letztes Jahr schon im Auge und habe es nie bestellt und jetzt durfte es mit. Das ist Durcheinander. Und dann durfte dieser hier noch mit. Stempelsüchtig. Könnt ihr die Sprüche gut erkennen? Genau. Ja. Und dann habe ich auch noch zwei Brushmarker mitgenommen. Hoppala. Ach, mein Gott. Wenn es zu groß draufsteht, ne? Türkis und Cool Aqua. Ja, habe ich auch schon Hintergrund mitgestaltet. Ich sehe das bei der Christine immer und denke mir auch, wie cool. Ne? Und ja, jetzt duften die mit. Genau, das. Und dann mache ich weiter mit Stem Corner. So, genau. Und zwar darf ich mitteilen, die liebe Manuela hat mich auserwählt, ja, das Gastdesign zu machen. Da freue ich mich riesig drüber und drauf. Und genau, hatte da ein bisschen was geshoppt. Ein bisschen was hat sie mir so zugeschickt als Starterpaket. Ich zeige euch einmal, was ich bekommen habe. Also einmal hier. Da. So. Das hier hat sie mir zugeschickt. Einmal hier ein Stencil, so ein maritimen. Ich weiß gar nicht, ob der einen Namen hat. Ja, haben wir den. Dann dieses hier. Ist schon total goldig. Ja, das heißt Auszeit. Genau, Auszeit. Dann ein Stück EZ-Mount. Hierfür. genau. Süße Hippo finde ich total niedlich auch. Das hat. Ich glaube, es steht nicht drauf, oder ich sehe es nicht. Genau, einmal das. Und das hier. Muss mal gucken, dass ich im Bild bin. Genau, diese Sachen hier. Und dann habe ich nochmal ja, bestellt, damit ich gute Auswahl da habe, um Beiträge vorzubereiten. Und zwar durfte das hier einziehen. Achso, das gab es als Goodie dabei, war bei der Bestellung mit dabei. Dann zwei Meerjungfrauen, die fand ich total niedlich. Mal die. So, da, ne? Diese hier und diese. Das sind Gummistempel, die beiden hier. Und dieses hier auch. Süße Faultier. Genau, die. Dann an großen Sets durfte dieses hier mit. Bild im Bild, ne? Ja. Genau. Das heißt, danke.
Dann habe ich Geburtstag 2. Da sind so witzige Sprüche drauf. Dann fand ich dieses hier total niedlich. Das musst du auf jeden Fall mit. Hab dich lieb. Und dann nicht von Stem Corner, aber bei Stem Corner bestellt. Mother Scrap, das hatte mir jetzt so gar nichts gesagt. Ich fand die so niedlich jetzt auch. Die beiden vor allem, ne? Hier. Genau, das war auch runtergesetzt. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt nimmst du es mit. Und ja. Eigentlich hätte ich gesagt, ich brauche keine Dino-Stempel mehr, aber ihr kennt das ja. Liebe Grüße an dich, Rebecca, an der Stelle hier. Ja, und dann hat man sie doch, ne? Genau, also ich freue mich da riesig drauf, drüber und drauf. Und ja, hoffe, euch gefallen da die Werke. Und ja, genau. Im Übrigen, wer mir, wer kein Instagram hat und mir nur hier folgt, vielleicht habt ihr hier Facebook, da bin ich ein bisschen aktiver als hier auf YouTube. Weil ich da einfach regelmäßiger posten kann, ne, als jetzt ein Video zu machen. Und genau, also Facebook, Instagram oder eben auf den Seiten Stem Corner, JM-Kreation, da seht ihr ja auch die Beiträge. Und bei der lieben Lisa im Dahlia Bastelshop. Genau. So, das war Stem Corner. Dann schauen, wo ich weitermache. Hier ist was liegen geblieben bei Erden. Wir starten mit Tilly. Ich war zweimal bei Tilly. Einmal hatte ich, das finde ich alles überhaupt nicht süß, es ging mir um die Schuhe. Kennt ihr das auch? Dass die irgendwie, ja. Ich meine, gut, für einen Euro dachte ich, hast du halt Schuhstempel und ja. Also, ja. Also, ja, also die Schuhe finde ich süß. Die waren jetzt auch für einen Projekt, das hat super gepasst. Das war echt Zufall, dass ich die dann gesehen hatte an dem Tag. Das andere muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ja, genau. Die gab es nämlich in der Krabbelkiste bei Teddy. Die Marke haben die ja sonst nicht, ne? Aber ich hatte jetzt schon in einigen Videos gesehen, dass die da wohl im Moment ja, die dabei haben, aber wird wohl nicht dauerhaft sein. Und dann auch von Craft Concepts. Mir sagt es auch nichts, aber ja, war halt hier so ein Embossing-Folder dabei. Den fand ich ganz cool. Und dieser hier. Dann ebenfalls aus der Kiste, dachte ich, komm, ne? Weihnachten kommt ja immer wieder. Mal Adventskalenderzahl. Dann ja, fand ich die ganz schön. Weiß jetzt gar nicht wofür. Einfach mal, ne? Könnte man ja gebrauchen, ne? Irgendwo dranhängen. Aber die sind schön. Dann habe ich mir noch mal ein Band mitgenommen. Geschenkband, 5 Meter in weiß, Creme, ja, weiß und Türkis. So. Dann hatte ich hier so einen Kleber gesehen. Nee, gar nicht. Der war, habe ich den? Den habe ich vom 1-Euro-Shop. Der kommt gleich. Habt ihr gar nicht gesehen? Habt ihr nicht gesehen? so. Genau, und dann auch in der Krabbelkiste waren hier die Perlen. Habe ich auch schon aufgemacht. Ja, genau, die. Und diese Pailletten hier. War alles hier, also diese hier in Euro. Seht ihr ja, glaube ich, ne, ganz gut. Diese. Dann auch dieses Cut-Ass. So Blumen, da sind auch Breads drin, hier. Papierblumen. Und dann noch zu guter Letzt habe ich mir den Block hier mitgenommen. Ich wollte eigentlich auch kein Papier mehr kaufen, ach, ihr wisst das, ne? Jetzt habe ich ja so coole Tütenstanzen, jetzt muss man Tütchen basteln, ne? Und die Größe hier bietet sich an. Papier ist ganz schön. Den Schneeflöckchen neutral. Sowas packe ich gerne jetzt im Bilderrahmen rein. Ganz einfache Weihnachtsdeko. Genau. Und der. Dann habt ihr ja gerade nicht gesehen, dass ich euch Kleber gezeigt habe. Ich war nämlich im Euroshop. Da ist die liebe Anni Schuld von Annelies Welt. Sie hatte nämlich eine Karte gezeigt mit diesen Flaschenlichtern. Ja, und da habe ich gesagt, nee, jetzt musst du da hin und musst die ja auch kaufen. Genau.
Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also auch für die Flasche wäre es ja cool, ne? Ich habe mal zwei mitgenommen. Ich teste das mal und werde berichten. Genau, da hatte ich dann nämlich diesen Kleber gesehen. Der starke Kleber. Ja, ich bin gespannt. Kannte ich jetzt auch nicht. Ja. Dann auch in so einer Krabbelkiste waren hier. Ich habe zwei gekauft. Eins liegt schon da oben. Visitenkarten-Etui. Das hatte ich irgendwie gedacht, ETCs passen da rein. Das ist aber Quatsch, war das blendet tierisch, ne? Ja, ich zeige euch mal das andere. Und zwar habe ich das jetzt zweckentfremdet für Stanzteile, die man irgendwie gestanzt hat und dann doch irgendwie was anderes verwendet hat oder auf eine andere Karte oder die man koloriert hat oder noch nicht koloriert hat, ne? Hier so, ja, für sowas nutze ich das jetzt. Genau, das. Und dann musste ich dreimal gucken. Ich habe gedacht, das kann doch gar nicht sein. Habe ich das hier gesehen. Für 1,10 Euro habe ich das, glaube ich, bekommen. Oder 1 Euro. 1,10 Euro, meine ich, waren es. Ja. Chibo Motiv- und Geschenk-Anhänger-Set. Ja, total cool. Also, gerade die Muster hier, ich liebe das ja eh. Monstera ist ja total meins. Und, ja, die Farben auch schön. Genau. Das war's von Teddy. Ich räume eben auf und dann zeige ich euch noch Action. Ich glaube, dann bin ich durch. Bei Action, ich glaube, das ist jetzt von 2 oder 3 Suchen, habe ich bekommen Designpapierblöcke, die ich eigentlich auch nicht mehr kaufen wollte, aber die sind tatsächlich jetzt für Projekte, geplante Projekte. Da mache ich das ja dann doch. Dürfte der mit, ihr habt den wahrscheinlich schon ganz oft gesehen, ich glaube, der passt gar nicht ins Bild. Ja, einmal Take Me Through the Ocean. Ich blätter mal ganz schnell durch, dass ihr so einen ganz kleinen Einblick bekommt. Also gerade hier so einfache Punktestreifen, die kann man ja überall verwenden. Ne? Mach mal ganz flott. Ja, voll meine Farben. Ne? So, der dürfte mit. Und hoppala. Und der hier. Da nehme ich diese hier halt super gerne für meine Fotos. Ja, aber da ist auch ein Album jetzt mit geplant. Ich darf hier aber nicht zu viel verraten. Blätter nur einmal durch. Genau, es wiederholt sich. Ja, die beiden. Wenn es sie gibt, dann nehme ich mir auch jedes Mal ein, zwei von denen hier mit. Diese passt jetzt gar nicht drunter, ne? Also hier, wo die schwarz, Kraft und weißen Bögen drin sind. Dann durfte das hier auch wieder einziehen. Ihr wisst ja, glaube ich, dass ich da die Stanzen aufbewahre, ne? so wie hier. Ich mache die dann, teile die in der Mitte hier, wie ihr seht, und packe dann da Magnetpapier rein und ja, klebt die an der Seite zu natürlich. Und ja, das ist meine Aufbewahrung, nutze ich so sehr gern. Habe ich auch schon einen rausgenommen und zwei Tüten sind schon leer, also da gab es noch mehr von. Und dann habe ich jetzt auch wieder mitgenommen, weil ich die super gut finde. In der Kinderabteilung die Glitter-Cardboard hier, ne? Glitzerpapier. Ja. Habt ihr bestimmt auch alle schon gesehen. Genau, das. Dann habe ich zum ersten Mal ein Scrapbook mitgenommen. Ein fertiges, in Anführungsstrichen. Das ist auch für ein Projekt jetzt. Da möchte ich ein paar Seiten rausnehmen. Das ist nämlich so zu dick, weil ich es ja noch präpariere und dann wird das in den Rahmen springen, bis dann die Fotos drin sind. Und ja, ich schau mal, vielleicht nehme ich euch da mit. Es ist sowieso jetzt, kommt demnächst ein Video. Wir wollen nämlich das Album basteln. Ihr habt jetzt ganz oft gefragt, also ganz viele von euch, dass wir das Album mal zusammen basteln, was ich euch gezeigt hatte im Craft Update. Das machen wir jetzt demnächst, also auf jeden Fall im Dezember noch. Und da nehme ich euch auf jeden Fall mit. So, jetzt zum Rest. Dann hatte ich die beiden hier gesehen. Das ist jetzt auch einmal Glitzer. Da habe ich aber auch mal so reingetätschelt. Es löst sich nicht. Also ich will mal schauen, ob das so wie das ist. Weil hier sind natürlich auch noch mal ein paar andere Farben drin. Auch vorne so leicht pastellig so ein bisschen. Genau, den und dann auch den hier. Ich habe die auch noch nie gesehen hier bei Action. Ja. Und das hat so ein, ich mache es mal flott auf mit euch. So.
Huch. So. Oh, die erste Seite klebt schon dran. Das ist halt so eine Struktur wie so ein Vlies. Ja. Dieses. Die dürfen fast jedes Mal mit. Kleberoller. Ihr wisst ja, wofür ich die nehme. Dann dieses Masking-Tape, das nehme ich ja für die Stanzen. Eins ist jetzt runtergefallen, also stellt euch zwei vor hier. Die nehme ich, um die Stanzen zu fixieren und auch um, sagt mal schnell, Stencils zu befestigen und ja, Bereiche abzukleben. Also, ja. Dann noch diese Klammern hier. So Klemmerchen brauche ich immer. Ich mache die gerne überall dran, um Tüten zu verschließen, um ach, für alles. Und zu guter Letzt, da ist auch Anni schuld, liebe Grüße an dich, habe ich mir eine Musikkarte mitgenommen. Wer ihre Videos geschaut hat oder ihre Story, weiß, dass sie so eine Explosionsbox gemacht hat und dafür so eine Karte verwendet hat. Ja, also Teile der Karte hier. Genau. Und das möchte ich auch mal testen. Ja. Wenn ich dazu komme, also ich komme dazu, aber ich weiß noch nicht wann, werde ich euch berichten, ob das geklappt hat, wie das geklappt hat. Ja, genau. So, meine Lieben, das war's mit dem Einkauf. Erstmal, es sind schon Sachen unterwegs wieder. Wir haben nämlich heute Black Friday. Und ja, genau. Also ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch nochmal, bei den alten Hasen, bei den neuen und ja, hoffe auf weiterhin kreative Zeit. Und achso, es kommt bald ein Dankeschön, das werde ich jetzt auch im Dezember machen, eine Verlosung. Genau, ich will mal schauen, ob ich das hier auf YouTube noch mache oder mit Instagram verbinde oder zwei mache. Das muss ich mir noch überlegen. Die Sachen, die ich dafür bestellt hatte, die sind jetzt auch nach und nach eingetrudelt. Und sobald ich dazu komme, werde ich da auf jeden Fall ein Video zu machen. Genau. Ich hoffe, ihr seid fleißig dabei und drücke dann auch jetzt schon allen die Daumen. Am liebsten wäre es mir ja, wenn jeder gewinnt, aber ja, das geht leider nicht. Genau. Ja, meine Lieben, vielen Dank und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!